So, ja, jetzt geht's hier weiter. Zu Jarbo, meine ich. Ja, genau. Aber vorher, hier ist... Oh. Ja, Mist, meine ganzen Tränke sind fast alle. Ja. Juhu. Übrigens, die Raider sind die Stängelversion von Snapper und so, ne? Wollt ihr euch nur mal so gesagt haben? Schlacht doch zu! Au! Uiuiui! Puh! Dr. Crazy hier, meine. So, Razor, Krallen, hier, Krallen, ja, toll. Schön. So, was das gibt's hier sonst noch irgendwie? Was umsonst? Tatsache! Ein Dschungelkraut. Ist das so ähnlich wie ein Sumpfkraut? Ich weiß nicht. Oh, Junge, warum kommst du nicht durch ein Gebüsch hier? Das ist doch... Oh. So, hier nochmal Razor. So, und da vorne müsste auch Jarbo sein. Gehen wir aber gleich hin. Wow! Da kommt das Geschnaufe her. So. Platt sind die. So, nochmal schnell abspeichern. Den hier irgendwo daneben ist ein Schattenläufer, meine ich. Und die sind gefährlich. Flüchtling? Okay. Ah. Okay, hier haben wir nochmal ein paar Snapper. Die kennen wir ja auch schon. Aua! Gut. So, haben wir die auch erledigt. Was ist hier? Drachenorchidee. Ne? Drachenorchidee. Gut. Dann haben wir das auch alles eingesammelt. Hier vorne ist nichts, nein. Oh, ist das nicht schön, wie die, dass die Bäume hier durch die Gegend wackeln? Ach ja. Als ob die aus Gummi wären. Ach, naja. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, die Bäume so extrem gelenkig zu machen. Sieht nicht realistisch aus, aber naja, egal. Seit wann sind Spiele realistisch? Na gut, einige. Wenige. Oder so. Okay, jetzt mal hier durch, Meister. So, hier nochmal ein Heilungsding. Und dann vergessenes Grab. Der 23. Bruchstück. Das Bruchstück. Das, ja, das, genau. So, da geht's gleich hin. Erstmal gucke ich hier nach. Denn hier oben müssen wir gleich noch hin. Und auch da ist so die Höhle. Warte, machen wir gleich. Erstmal gehen wir zu Jarbo. Hüpf doch meine Fresse. Schön ruhig hier, nicht? Naja, ne? Schon wieder so einer. Wo soll ich nur hin? Schon wieder so einer? Wer war denn vor mir da? Zuerst sind die Flüchtlinge aus Setari vorbeigekommen und wollten mein Gold klauen. Ha, denen habe ich's aber gezeigt. Hab sie davongejagt. Ja, das hab ich. Kaum war ich mit denen fertig, ist schon der Nächste vor der Tür gestanden. Mit dem war aber nicht zu spaßen. Wer? Wie sah er aus?
Dreckige Stiefel hatte er. Ist einfach in meine Hütte und hat sich genommen, was er wollte. Für einen Kerl mit nur einem Auge konnte er ganz schön böse gucken. Er hat eine Augenklappe? Ja, ja, das hatte er. Tja, mal wieder, ne? Ein Klon von diesem Typen hier. Ich glaube, fast jeder Dritte hat dieses Gesicht. Naja, egal. Aber, der Typ mit der Augenklappe war hier. Wissen wir mehr? Der Mann mit der Augenklappe. Wo ist der hin? Der hat dumm geflucht, als ich ihm erzählt habe, dass es hier nicht weiter nach Norden geht. Wo ist er hin? Wieder nach Süden, die Bergflanke entlang. Wollte durch die Ruinen. Der ist jetzt tot. Wilde Bestien gibt's da drin. Wilde Bestien gibt's da drin. Er meint die Ruinen, wo wir gerade uns ein Magenzeichen gesetzt haben, wo wir eh gleich hin müssen. Was ist denn los? Ich habe mir letztens einen Wachhund zugelegt für mein Gemüse. Aber der ist nicht brav. Nein, brav ist er nicht. Ein Wachhund? Hier? Ja, ja. Hab ihn aus einer Höhle gelockt. Der lässt niemanden an meine Hütte ran. Auch mich nicht. Leider. Nein. Na schön. Schätze, ich kann den Hund für dich vertreiben. Ja, ich hole in der Zwischenzeit eine Belohnung. Wo ja. ist denn dein Kräutergarten? Bei meiner Hütte. Nicht weit im Nordwesten von hier. Bin gleich wieder da. Egal wie groß er auch sein mag, ein Hund ist für mich kein Problem. Das ist mehr als nur ein Hund. Hier, ein Paket mit Gemüsesamen. Oh, gut. Ich hab Gold. Aber du musst warten. Warten? Worauf? Ich schluck's immer runter wegen der Flüchtlinge. Es dauert nicht mehr lange. Dann hast du dein Gold. Nein. Behalt's ruhig. Oh, bist du ein Wohltäter, wie? Für die habe ich was ganz Besonderes. Hier! Danke. Wo hast du das hier aufbewahrt? Halt, ich will's doch nicht wissen. Du willst, wie du willst. Oh, meine Güte. Oh, ist der widerlich. So. Also, meine Lieben. Da ist die Hütte von den Jado. Und da tun wir jetzt hingehen. Da ist auch sein böser Wachhund. Und wir werden gleich erfahren, warum er so böse ist. Oh ja. So. Gucken wir, ob niemand guckt. So, und hier muss ich eben mal Tränke verändern. Das Ausdauertrank brauche ich doch nicht. Stangenhaltung, ja. Potent, ey. Eisenbalg, Elixier. So. Das ist gleich ein harter Kampf, das sage ich euch jetzt schon. So, da vorne ist er. Der Hund, der Wachhund von Jinjabo. Ein ganz übler Zeitgenosse, das ist, er ist böse. Ah, seht ihr ihn schon? Aber bevor wir da hingehen, sammle ich noch das hier ein. Oh, Junge! Ey! Das ist doch eh nicht wahr, warum kommt der da nicht durch? So. Jabos Wachhund. Zur Erklärung, es ist ein Schattenläufer. Und keine Hürde für uns, denn ich klatsch auch Schattenläufer einfach mal so eben um. So, was hat er denn? Horn eines Schattenläufers. Und Schattenläuferfleisch. Und noch eine gereifte Heilpflanze. Das ist nett.
So, hier drin sollte laut Map. Oh ja, eine schattige Sichel, genau. Ein potenter Mana-Trank, alchemistisches Rezept für das Elixier der schwarzen Galle. Klingt schon sehr eklig. Aber wo ist denn. Ja, Heugabel, die wollte ich aber nicht haben. Innerstatue, yeah! Nummer 21 von 30. Sehr schön. So, was haben wir hier? Drachenorchidee. Tja, ansonsten ist hier nichts. Können wir nochmal kurz hier oben hochgucken? Ne, auch nichts. Da heißt es hier mit schnellstem Speed wieder nach unten zu Jabo und uns unsere Belohnung abholen. Hoffentlich nicht aus seinem Arsch, denn das ist nicht so meins. So, da ist er dann, ein guter Jabo. Schön ruhig hier, nicht? Ja, recht ruhig, ne? Muss ja. Und? Hast du den Hund verprügelt? Von wegen Hund. Das verdammte Biest war ein Schattenläufer. Heißen die so? Ich kann also zu meiner Hütte zurück? Das Vieh ist tot. Ein Wunder, dass es dich nicht gefressen hat. Oh, ich schmecke nicht. Mich hat so eine große Echse mal ausgespuckt. Oder was? Das glaube ich dir glatt. Meine Belohnung? Ja, natürlich. Hier. Potente Heiltränke. Alchemistisch Rezept für potente Heiltränke. Und Mana-Tränke. Und 1000 Erfahrung. Nett. Hast du noch Kräuter übrig? Ich gebe dir auch Gold. Gold? Na dann. So, was hat er denn hier so ein Angebot? Erstmal gucken, wie wir was wir verkaufen können. Das Ding brauchen wir nicht mehr. Das auch nicht. Geflügelte. 43. Ich bin eine Vollzauberbesiegung, um die Hingabe des Innos zu demonstrieren. 43? Nee. Ist nicht gut genug für uns. Wir brauchen schon richtiges. Morsch? Nee, ist mir so morsch. Mana. Weg. Schild. Weg. Weg. Dich behalte ich noch erstmal. Weg. Auch weg. So, was können wir hier verkaufen? Mana-Trank. Ausdauertrank. So, und hier. Ja. Lass sie hier erstmal so. So, was hat er dann zum Verkaufen da? Dschungelkraut. Kaufe ich mal. Drachenorchidee auch. Komm her. So. Heilpflanzen, sehr dringend. Ja. Komm. So. Dann hier noch so ein paar Fiolen. Hier auch noch mal ein paar. Hier nochmal. Warum nicht? So, davon haben wir Gold. Genug. Okay. Er hat unser Gold gefressen. Tja, andere essen Steaks, die anderen essen Gold. Wenn es schmeckt. Ne? Ich weiß ja nicht so richtig. Ich meine. Ne? So, ich denke mal, dass wir jetzt zu den Ruinen gehen können. Das ist da unten. Ja. So. Weil da müssen wir jetzt auch als nächstes hin. Ist ja gut, dass ich erstmal das andere hier gemacht habe, bevor wir zu den Ruinen durchgegangen sind, weil, ihr merkt ja, das ist ja so sinnvoller gewesen.
So, jetzt sprinten wir da eben hin. Juhu! Wir sind schnell! Speedy Gonzales! Ja! Yeah. Oder so ähnlich. So, jetzt sind wir wieder hier drin. So, und hier meine Pause. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei Arcana und Gossip 4.